Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 15 News Update. Seit gestern, seitdem der Launch Trailer draußen ist, war klar, Catalyst und ihre Fähigkeiten sollten klar sein. Einzig die Passive, die war noch nicht so ganz klar. Wenige Stunden später hat Someone Who Leaks die offiziellen Fähigkeiten gepostet mit Name, Beschreibung und so weiter. Ich blende es hier mal ein. Einmal die Passive Reinforce Verstärkung. Sie kann Gebilde, Strukturen reparieren oder verstärken. Da habe ich schon ein riesen Fragezeichen. Gehe ich aber gleich ein bisschen näher drauf ein. Da gibt es ein bisschen was zu erzählen, weil hier gibt es nur Vermutungen von mir, wie es genau funktioniert. Ist im Trailer zu sehen. Ich habe gleich ein bisschen was vorbereitet. Die taktische Resin Shot, wenn ich es richtig ausspreche, und natürlich die ultimative Fähigkeit Pharaoh Wall. Und jetzt muss ich einfach mal dazu sagen, bevor ich diese Information vergesse. Catalyst ist die allererste Legende, die sämtliche Raccoon, also aufklärenden Fähigkeiten, kontern kann. Das gab es vorher noch nie und das ist ein absolutes neues Ding. Ihr seht es auch im Trailer bei der Wand mit der ultimativen Fähigkeit. Seer guckt dämlich aus der Wäsche, also seine Ult schmeißt und hinter der Wand aber nichts scannen kann. Und genauso ist das nachher mit Bloodhound, mit Krypto und so weiter und so fort. Und das ist etwas, was ich extrem geil finde. Und es klingt auf jeden Fall mega cool. Wir fangen jetzt mal mit der passiven Fähigkeit an. Reinforce, Verstärkung. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Für mich klingt Reinforce hier erst einmal im Trailer. Sie stoppt quasi diese ganzen Stahlträger. Sie sichert die, sie befestigt quasi das Ganze oder verstärkt das. Zu Deutsch könnte man ungefähr so betiteln in dem Trailer. Bedeutet, du kannst Strukturen, wie gesagt, reparieren und verstärken. Reparieren heißt für mich, du musst erst etwas zerstören. Und es gibt auf sämtlichen Maps nur eine einzige Sache, die man zerstören kann. Abgesehen von Legendenfähigkeiten wie ein Jumppad oder die Ulti von Watson zum Beispiel. Und das sind Türen. Ich gehe jetzt davon aus, dass wir Türen vielleicht, wenn sie zerstört sind, wieder reparieren können. Oder wenn die Tür noch existiert, verstärken können. Dass wir rangehen und dann bildet sich vielleicht auch so ein Flüssigkeitsgedöns und die Tür hält länger stand, eintreten, Granaten, Beschuss und so weiter und so fort. Das Ding ist aber, es ist eine passive Fähigkeit. Sämtliche passive Fähigkeiten sind passive, weil sie passiv aktiv sind, ohne dass du irgendwas machen musst. Wie zum Beispiel die Regeneration von Watson, von Octane. Alle passiven Fähigkeiten, du musst nichts drücken. Es passiert irgendwann, wenn es benötigt wird. Und bei diesem Skill, bei dieser Fähigkeit, klingt es für mich so ein bisschen so, als müssten wir vielleicht einen Tastendruck erledigen, damit wir zum Beispiel etwas reparieren oder verstärken können. Vielleicht laufen wir auch einfach an einer zerstörten Tür vorbei und sie repariert sich automatisch. Keine Ahnung, aber das ist für mich noch ein bisschen unklar. Vielleicht können wir ja tatsächlich auch Strukturen reparieren im Sinne von Jumppad ist fast kaputt, du fixst es wieder, fixt. Ich hoffe, ich habe das jetzt deutlich ausgesprochen, nicht das andere Wort, sorry dafür. Oder andere, was gibt's noch? Naja, die Gastraps irgendwie fixen und irgendwie verstärken, das macht für mich jetzt wenig Sinn, aber es gibt bestimmt so das ein oder andere, den Watson-Mast, der ist fast kaputt, wir können ihn reparieren, wir können ihn verstärken, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das dahinter stecken könnte, aber ansonsten kann ich mir eigentlich nur Türen dahinter vorstellen. Bevor ich mich jetzt dumm und dämlich quatsche, schreibt in die Kommentare, was denkt ihr, was könnte dahinter stecken, weil es gibt sonst nichts in der Umgebung, was zerstörbar ist, es sei denn, ich habe es völlig verpeilt. Wir kommen zum Resin-Shot, da muss ich, denke ich, nicht viel zu sagen, breitet sich auf dem Boden quer wie eine Thermitgranate aus, verlangsamt Gegner oder stoppt sie, wird es benannt. Muss man nicht viel weiter zu sagen, aber Pharaoh Wall ist eigentlich das, was interessant ist, denn tatsächlich, und man sieht es auch deutlich aus dem Trailer raus, zum einen, das habe ich gestern falsch interpretiert, du kannst diese Mauer als Legende durchbrechen, durchlaufen. Octane macht es ja eigentlich auch klar, er schafft es theoretisch durch, er aktiviert jetzt seine Stim-Spritzen und er kann auch kurz hier durchgucken und da wird er aber auch schon von einem Bloodhound begrüßt und wahrscheinlich runtergeballert. Sollte klar sein. Also, du kannst als gegnerische Legende, wahrscheinlich auch als befreundete Legende nicht durchlaufen, beziehungsweise durchlaufen schon, bist aber extrem langsam und bist dir eigentlich selbst im Weg. Klar, ein Jumppad und du springst da drüber. Der ein oder andere meinte schon, naja, vielleicht ist die Wand so hoch, dass du gar nicht drüber springen kannst. Aber es gibt dennoch andere Legenden, die deutlich höher können als ein Jumppad. Also hier und da ist es auf jeden Fall relativ easy zu kontern.
Und das Besondere an dieser Wand ist für mich aber nicht nur der Verlangsamungseffekt. Du kannst es auch nicht zerstören, wie es aussieht. Es ist einfach die Tatsache, dass keine Legende wie Bloodhound, wie Seer oder sonst irgendeine Legende, die irgendwas tracken kann, kann nicht durch die Wand tracken. Das finde ich ultra, ultra genial. Der ein oder andere, der auch die mobile Version spielt und die exklusive Legende Rhapsody spielt, die hat eine ultimative Fähigkeit. Die ist so ähnlich wie die ultimative Fähigkeit. Das ist wie so eine Glitzerwand, extrem groß. Du kannst von der einen Seite, wenn du die selber schmeißt, durchsehen, aber die Gegner können nicht von der anderen Seite zu dir gucken. Kannst du aber nicht miteinander vergleichen, würde ich sagen. Ich finde die Legende sehr, sehr interessant. Jetzt, wo klar ist, dass es die einzige Legende ist, die Raccoon-Fähigkeiten, aufklärende Fähigkeiten blocken kann, macht das nochmal ein Stück weit mehr her. Und das finde ich extrem interessant. Ladies and Gentlemen, sechs Minuten gequatscht. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Haut's raus in den Kommentaren. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Haut rein. Ciao.